Hallo zusammen. Rainer und Dennis, die beiden von der keyboard-akademie.de, haben am vergangenen Mittwoch einen Power-Tipp in YouTube eingestellt. Da hat es mir fast die Sprache verschlagen. Ein super Tipp. Und zwar haben die für den Red River Rock die Schweineorgel nachempfunden mit dem Genos. Rainer ist auf die Idee gekommen, wir nehmen einen Sound aus der Jazz-Orgelabteilung, den passen wir an, nehmen den Leslie-Effekt weg und schließen diese Orgel quasi an einen Gitarrenverstärker an. Eine geniale Idee und das Ergebnis war umwerfend. Frage natürlich sofort von einem meiner Musikantenfreunde, geht das denn mit dem PSR-Keyboard auch? Selbstverständlich. Also ich habe die Orgenflutes aufgerufen, hier haben wir die Zugregelorgel und Rainer hat demonstriert, ihr müsst die Fußlagen einstellen, also die Fußlage 4 ganz weit hoch auf 8 und die Fußlage 8 auf höchstens 4 und die anderen Fußlagen, die kommen weg. Noch ist das Leslie an. Dieses Leslie-Kabinett will er jetzt aussortieren und dafür diese Orgel an einen Gitarrenverstärker anschließen. Das geht relativ einfach. Wir gehen in den Mixer, dann in die Effektsektion. Wir wollen ja Reit 1 haben und gehen jetzt einmal in den Typ. Und wir blättern einfach mal hier mit dieser Taste durch. Gucken mal und dann sehen wir den DSP-Effekt 3 auf Reit 1. Das ist unser Leslie-Kabinett. Und jetzt ändert Rainer diesen Leslie-Effekt einfach aus. Er geht hin und wählt hier in der Gruppe Distortion. Das US High Gain Riff. Das war's denn eigentlich schon. Dann hat er noch, wie er so schön gesagt hat, einen Griff in die Hallabteilung gemacht. Er hat also einen Plattensound genommen. Also ohne Probleme auch mit dem PSR S970 oder 770 darstellbar. Ja, und an dieser Stelle einmal ausdrücklich ein herzliches Dankeschön an Rainer und Dennis für eure Power-Tipps, die immer ganz termingerecht mittwochs erscheinen. Und herzliche Grüße in den Norden von Deutschland.